Hi, ich habe ja schon gezeigt, wie eine Kreuzschaltung verdrahtet wird, dort aber lediglich mit drei Schaltern. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier zeigen, wie es mit vier Schaltern verdrahtet wird und dementsprechend kann man sich dann auch selbst erklären, wie das mit 5, 6, 7, 8, 9 bis unendlich Schaltern funktioniert. Wenn man eine Kreuzschaltung verdrahtet, dann ist der erste und der letzte Schalter immer ein Wechselschalter und alle Schalter dazwischen müssen Kreuzschalter sein. So sehen die in dem Fall bei Busch-Jaeger aus, aber bei anderen Herstellern ist da auch nicht wirklich ein Unterschied zu sehen. Wie unschwer zu erkennen ist, haben wir hier die Lampe. Dann ist das hier Schalterdose 1, wo einmal die 230 Volt hinkommen und eine 5-wattrige zu Schalterdose 2 gelegt wird. Von der Schalterdose 2 wird eine 5-wattrige zur Schalterdose 3 gelegt. Von der Schalterdose 3 wird eine 5-wattrige zur Schalterdose 4 gelegt. Und in die letzte Schalterdose, in dem Fall in die 4, kommt eben auch noch der Lampendraht rein. Das Ding ist, alle Kreuzschalter werden immer jeweils mit 5-wattrigen Leitungen verbunden von Dose zu Dose. Das ist simpel. Hier nochmal kurz die ganze Geschichte von hinten gesehen. Also hier haben wir die 3-wattrige Leitung aus dem Sicherungskasten. 230 Volt in den ersten Wechselschalter. Dann eine 5-wattrige in den Kreuzschalter. Eine 5-wattrige in den nächsten Kreuzschalter und dann eben noch eine 5-wattrige in den letzten Wechselschalter, sowohl auch der Lampendraht, der kommt auch in den letzten Wechselschalter rein. Dann fange ich mal hier mit dem ersten Schalter an. Da können wir erstmal den Schutzleiter mit dem Schutzleiter der 5-wattrigen zusammenknüpfen. Das gleiche machen wir auch mit dem Neutralleiter mit dem blauen. Den braunen Draht von der 5-wattrigen, den benötigen wir nicht, in keiner Dose. Den kann man sich eventuell nehmen als 230 Volt Leitung für irgendwelche Steckdosen. Aber hier geht es jetzt hauptsächlich nur um die Kreuzschaltung an sich. Und dann nehmen wir uns den Wechselschalter. Da gehen wir mit dem braunen, mit den 230 Volt auf L drauf. Und mit den schwarzen und grauen auf die Wechselkontakte. Die können wir auch dementsprechend vertauschen. Spielt keine Rolle, ob das nun auf dem Wechselkontakt oder auf dem ist. Schwarz und Grau. Bei den anderen Schaltern machen wir das mit dem Schutzleiter und dem Neutralleiter auch so. Deswegen kann ich hier direkt auf jeden mal eine aufstecken. Die braune Ader der 5-wattrigen lege ich mir auch direkt nach hinten, weil wir die in dem Fall nicht benötigen werden. Bloß hier der braune Lampendraht, den benötigen wir am Ende noch. Ja, und jetzt ist es komplett easy. Jetzt nehmen wir uns einen Kreuzschalter. Und dann gehen wir mit der kommenden oder gehenden entweder oben oder unten auf die Wechselkontakte. Das bedeutet hier mit dem schwarzen auf den Wechselkontakt, mit dem grauen hier drauf auf einen anderen Wechselkontakt. Unten einmal so. Hier braucht man auch nicht zu gucken, ob man schwarz und grau miteinander vertauscht. Man sollte nur darauf achten, dass die kommende entweder unten oder oben drauf geht, beziehungsweise umgekehrt. Aber nicht hier schwarz und schwarz nebeneinander und grau nebeneinander. Das würde keinen Sinn machen. Dann beim nächsten Kreuzschalter, der auch hier zwischen den beiden Wechselschaltern sich befindet, ebenfalls schwarz, grau, schwarz, grau und so ist es eben fortlaufend bei den Kreuzschaltern. Und auf dem letzten Wechselschalter, genauso wie beim ersten Wechselschalter, der braune in dem Fall jetzt vom Lampendraht auf L und die beiden von der 5-wattrigen schwarz und grau auf die Wechselkontakte. Und dann haben wir die Schaltung auch schon komplett fertig. So sieht es aus. Jetzt baue ich die ganzen Schalter einfach nur noch ein.
Und dann können wir auch wieder mal Spannung auf die Anlage geben, um zu zeigen, dass ich die Lampe über den Schalter ein- und ausschalten kann, über den Schalter, über den Schalter, über den Schalter. Und wenn der über den Schalter angemacht wurde, kann ich ihn über den Schalter ausschalten. Und das eben über jeden Schalter. Und das ist das Prinzip einer Kreuzschaltung. Das war's dann noch mit dem Video, was übrigens von einem User auch angefragt wurde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!